Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute werden wir mal auf W50 mal ein bisschen vorbeischneien, ja, im wahrsten Sinne. Und mal gucken, was hier so in der Zwischenzeit passiert ist. Momentan gerade auf Rang 69, ja, bester Rang ever. Und wird sich aber bald ändern, wenn der legendäre Dungeon wieder erscheint. Da werden wir uns komplett neu equippen. Bis dahin werde ich auch die ja, Festung hoffentlich auf 20 haben. Ich weiß noch nicht, wird, glaube ich, ziemlich knapp werden. Auf jeden Fall hätte ich auch ganz gerne noch die Edelsteinmine vorher noch ein bisschen hochgezogen. Aber das wird, glaube ich, alles ein bisschen knapp von der Zeit her. Ja, Ressourcen sind nicht wirklich vorhanden. Ich habe die jetzt zwischendurch auf 19 gebracht. Und ja, im Prinzip kommen jetzt quasi nur noch die größten Ressourcen, was Stein und Holz angeht, durch Glücksrad und Hütchenspielereien. Alles andere ist nicht weiter worth. Ich mache jeden Tag fleißig meine Angriffe. Also ich mache am Tag so, ja, auf jeden Fall über 100 Angriffe hier in der Festung. Aber es kommt halt wirklich nicht viel bei rum. So, ich bin wirklich, muss ich sagen, ich bin wirklich fleißig so, ne? Aber es kommt halt eben nicht viel bei rum. So, ich hätte früher, ein bisschen früher die Festung vielleicht hochziehen müssen. Bringt deutlich mehr an Ressourcen, als wenn man hier die Gegner rauspickt, ne? Und ja. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, ja, zum Thema legendärer Dungeon, es wird ja einen geben noch dieses Jahr, und zwar Ende des Monats. So viel steht ja auf jeden Fall schon mal fest, so viel wurde ja auf jeden Fall schon mal gesagt, und vom, von der Reihenfolge her passt es natürlich auch. Letztes Jahr gab es ja auch im Dezembermonat zum Schluss einen Winterdungeon, und dieses Jahr wird dieser auch kommen. Und jetzt wurde diese Woche im Forum tatsächlich nur, ich glaube woanders nicht, mehr oder weniger indirekt schon ein bisschen gespoilert, dass dieser bald kommen könnte. Und es steht auch schon, würde ich jetzt mal so sagen, mehr oder weniger ein Datum fest. Ich weiß noch von nichts. Ja, ich habe keine Ahnung, wann der kommen wird. So, das sind alles nur Mutmaßungen. Aber wir haben hier einmal die News für das ja, Wochenende, was jetzt ja, schon da ist, was jetzt kommen wird, ne? Und ja, es ist ja Epic Event, ne? Epic, Kaufrausch, Abenteuer und Tag des heißen Eisens, ne? Das sind ja die normalen News, die hier ja, also immer kommen quasi. Und jetzt haben wir aber was Interessantes. Kommende Woche wird es dann zwar nicht episch, aber etwas legendärer. Ja, solche Anspielungen bringt man eigentlich nur, wenn man halt eben auf irgendwas hinweisen möchte, ne? Und auch von den Events her würde es auch passen, denn wir haben hier ja, Auraler Großputz jetzt nicht weiter interessant, feste Festung auch nicht, Seelen eigentlich auch nicht, Glanzparade für Festung eigentlich auch nicht, ja, aber das, was ausschlaggebend ist, ist auf jeden Fall das Prachtparade der Pilze-Event, denn soweit wir wissen, ist immer nur am Ende des Monats ein Pilz-Event, das heißt, am Prachtparade der Pilze-Event können wir hier mehr ja, Pilze fürs Geld erhalten. Das heißt, es ist wieder eine Pilzaktion, so wie wir sie kennen. Und ja, das ist normalerweise immer in der letzten Woche des Monats. Und ja, dass jetzt diese, also dass jetzt nächste Woche schon eine 20% Aktion kommt, weist darauf hin, dass eventuell ein nächster legendärer Dungeon kommen könnte. Des Weiteren, ja, ist es halt relativ unwahrscheinlich. Ich weiß es natürlich nicht, dass er direkt am Heiligabend released wird, so. Wäre zwar irgendwie passig, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es halt so klug ist, weil die meisten halt Heiligabend was vorhaben, so. Deswegen könnte es eventuell sein, das ist jetzt nur meine Vermutung, ob es jetzt so stimmt, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, es ist nur meine Vermutung, und ich denke mal, es klingt auf jeden Fall sehr plausibel, wenn eh schon hier sowas angeteasert wird, dass halt zum 17. Ja, zum 17.12., das ist halt der Freitag, ein legendärer oder der legendäre Dungeon kommen wird, ne? Die eröffnen ja immer freitags, ich glaube um, wann war es? Ich glaube um 18 Uhr, 60, ja, ich glaube um 18 Uhr. Und genau, da wird wieder ein neuer Dungeon erscheinen, ne? Wie gesagt, ist nicht zu hundertprozentig, ja,
sicher so, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt eben Pilz-Event ist und ja, es von der Event-Reihenfolge her passen würde, könnte es gut sein. Was natürlich besser passt, ist natürlich hier noch die Zerlegpunkte beim Schmied. Die waren eigentlich auch immer bei so einem legendären Dungeon mit dabei gewesen. Vielleicht kommen die aber das Wochenende da drauf nochmal, das Tag des heißen Eisens. Weil man ja nun wirklich sehr viele Epics durch diesen Dungeon bekommt. Und dann würde sich natürlich Tag des heißen Eisens auch in Kombination anbieten mit dem legendären Dungeon, ne? Und deswegen, ja, das auf jeden Fall mal so die Mutmaßung. Ich denke mal, das wird auch so, ja, eintrudeln, mehr oder weniger. Wir können gespannt bleiben, aber ich denke mal, es wird so sein. Ihr könnt ja mal gerne eure Mutmaßungen in die Kommentare schreiben, ne? Auf jeden Fall habe ich da wieder vor, fett zu livestreamen. Und ich denke mal, wir gehen da zuallererst mit meinen Main rein. Denn hier liegt halt mein Hauptfokus drauf und dann alle anderen Tage werde ich dann mich später dann wieder equippen. Ne? Hier auf W50 dann und auf Battle Mage müssen wir auch noch ran. Ne? Da hilft nichts, da müssen wir durch. Auf 3 Servern müssen wir hier den Legi Dungeon durchgrinden. Und auf dem Main versuchen wir dann halt das Beste rauszuholen. Die meisten Verbesserungen werden wir aber auf W50 definitiv machen. Hier haben wir am meisten Potenzial, was ja, Verbesserungen angeht. Und ja, da werde ich hoffentlich wieder ein bisschen höher in der Ehrenhalle vertreten sein, als jetzt momentan auf Platz 69, ne? Auch wenn das ein sehr, sehr guter Rang ist, ne? Also geht eigentlich schon fast gar nicht besser. Der nächstbeste Rang wäre dann Platz 420, ne? Für die Meme-Zahlen, ne? Für die Meme unter euch. Aber ansonsten, ja, ist natürlich nach oben hin noch Potenzial, davon mal ab, ne? Gut, alles klar, das auf jeden Fall dazu, ne? Wie gesagt, wir sind hier auf 450 unterwegs, ne? Ich spam die Kämpfe durch, auf jeden Fall nicht nachmachen, so wie ich das mache. Das ist auf jeden Fall nicht der Way to go. Ich bin da aber immer zu faul, mir die passenden Dungeons da rauszusuchen. Deswegen spamme ich das einfach alles immer durch. Und ja, wie gesagt, Festung, mein Hauptaugenmerk liegt auf der Festung. Wir könnten jetzt Ritterhalle auf 18 schon ziehen. Die Ressourcen sind da. Ich möchte aber wirklich schnell die Festung 20 bekommen, dass ich noch mehr Ressourcen bekomme, um noch schneller die Ritterhalle auch auf 20 hochzuziehen. Und dann sofort die Edelsteinmine nachziehen. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Ich hoffe mal, das schaffen wir bis dahin. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass das ja, klappen sollte. Wir haben ja nächstes Wochenende noch Festungsevent. Wäre cool, wenn ich bis dahin schon die Festung 20 hätte. Dann wäre easy. Dann hätte ich auf jeden Fall genug Ressourcen. Ne? Aber bis dahin ist es erstmal noch ein langer Weg. Obwohl ich schon ja echt nicht wenig Ressourcen kriege mit Festungsstufe 19, ne? Aber zur 20 ist es dann doch nochmal so ein Unterschied, ne? Okay, ja, wir gehen hier mal auf Holz und Steine natürlich ist das Wichtigste. Gold bringt absolut nichts momentan. Ja, Sanduhren ist auch, ja, ist nicht, eigentlich nicht so geil. Ich will eigentlich wirklich nur die Ressourcen haben, genau. Mal so ein 5er-Paar Steine, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut, ne? Hier muss ich allerdings die Kristalle mitnehmen, geht nicht anders. Wenn 3 von einer Sorte schon angeboten werden, dann komme ich da nicht drum rum, dann muss ich das einfach mitnehmen. Es geht nicht anders. Genau, so, wir suchen mal noch einen Edelstein. Obwohl, lohnt es sich überhaupt noch Edelsteine zu suchen? Ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch. Ich glaube, ich spare lieber die Ressourcen, dass ich einfach die Festung durchballere. Und dann suche ich danach wieder ein paar neue Steine. Ich habe ja noch ein paar Legi-Steine, die will ich eigentlich ins neue Equipment packen. Die sind aber nicht bedeutend besser. Also hier sind meine Legi-Steine sind alle so um die 600 rum. Ne? Mal mehr, mal weniger. Die sind alle ein bisschen besser. Aber wird sich natürlich schon deutlich mehr lohnen, wenn ich meine Festung geskippt habe und daraufhin dann halt eben ja, die Mine ein bisschen ausbaue. Ne? Ansonsten mit der Gilde geht es weiterhin gut voran hier auf W50. Wir haben 360er Durchschnittslevel, 834 Ritterhallenpunkte. Wird jetzt noch die Tage ein bisschen besser werden, ne? Zumindest persönlich bei mir. Wir stehen momentan gerade wieder auf Platz 4, aber ganz, 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 ganz knapp vor hinter Dead Valley. Ne? Ist sehr, 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 sehr spannend. Weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie Widderkämpfe. Und ja,
Genau, das auf jeden Fall dazu. Dann können wir auch noch mal kurz den Störartigen gucken. Die sind hier auf Platz 27 auf der ersten Seite vertreten hier. Auch sehr, sehr cool. Sind auch noch soweit alle sehr, sehr aktiv. Vor allen Dingen der Ramster hier. Grüße gehen raus. Ist ja mein, ja, ich sag mal, halber Festungspartner, mit dem ich einmal am Tag so 30 Soldaten hin und her schicke. Da kriege ich auch so 22k Steine und irgendwas um die 40, 50k Holz pro Angriff. Ne? Ist auch nicht verkehrt. Ja, allerdings, wie gesagt, wenn man sich das hochrechnet, bekomme ich halt doppelt, dreifach so viel von einmal hier, wenn ich einmal hier die Steine am Glücksrad so bekomme. Ne? Deswegen, da ist es halt wirklich nicht sehr doll lohnenswert. Ja, obwohl das schon gute Ressourcen sind, die mir der Ramster so hier da beschert. Wenn man sich die Leute anguckt, die ich hier bekomme in der Festung, ist das jetzt, ja. Ja, eher ein Krampf als alles andere. Es lohnt sich fast gar nicht anzugreifen für die paar Kleckerressourcen. Also fast wirklich überhaupt nicht. Aber ich mache meine auf jeden Fall 100 plus Kämpfe am Tag. Das muss man mir zugute halten. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Hier Platz 203. Ja, es sind Leute, die. Ja, es gibt Leute, die noch deutlich, deutlich aktiver sind. Ne? Aber ich weiß natürlich auch nicht, umso höher man hier nachher kommt. Ich möchte natürlich auch niemandem irgendwas unterstellen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die eventuell illegale Hilfsmittel benutzen könnten. Ja, aber da möchte ich natürlich niemandem irgendwas ankreiden, so. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Und ja, ich weiß nur für mich, alle meine Kämpfe, die ich bisher gemacht hatte, waren clean. Alle habe ich selbst ausgeführt. Ne, da ist nichts von irgendwie erbottet oder so. Das kann ich auf jeden Fall behaupten. Und ja, generell halte ich halt eben von dem Thema ganz, ganz, ganz viel Abstand und bin da auch überhaupt kein Verfechter von, wer sowas benutzt. Ne? Obwohl ich weiß, dass es viele in der Szene leider gibt, die sowas benutzen. Gut, aber wie gesagt, ich will diesem Thema wirklich gar nicht viel weiter Aufmerksamkeit schenken. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Wie gesagt, es könnte gut sein, dass zum 17.12. der legendäre Dungeon erscheinen wird. Wir werden am Ende des Tages dann sehen, wann es soweit ist. Ne? Abwarten, Tee trinken, ich weiß nicht mehr als alle anderen. Und deswegen, ja, mal schauen, wenn es soweit ist. Ne? Alles klar, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.